Tachchen Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Grummel Grummel. In den letzten Tagen und Wochen kam es ja bei mir immer wieder zur Sprache, das große Thema Modpacks, unfaire Vorteile, und ich musste sogar das letzte Replay of the Week extra deswegen abbrechen. Und ich habe da auch die Frage gestellt an den Support von Wargaming, an einen Mitarbeiter, den ich jetzt nicht zitieren möchte bzw. nicht nennen möchte: Ist dieser Mod erlaubt? Nein. Also ist der Mod verboten? Ja. Und zwar geht es um das ganz normale Advanced Auto Aim. Also, wie soll ich als normal World of Tanks Spieler wissen, was benutze ich und was darf ich lieber nicht benutzen? Oder Mortis hat an die Supporter von Wargaming eine E-Mail geschrieben, beziehungsweise ein Ticket, wo sie beschrieben haben: Ey Jungs, wir machen hier ein riesen Modpack, wir sind ein riesengroßer Anbieter und wir wollen keine Mods in unserem Modpack benutzen, die von euch offiziell verboten werden. Wir wollen das nicht, wir wollen ja nur erlaubte Mods in unserem Modpack haben. Wir haben keinen Bock, dass die User aufgrund unseres Modpacks gebannt werden. Also bitte sagt uns, was können wir reinnehmen und was können wir nicht reinnehmen? Ich zitiere mal ganz kurz die Antwort von Wargaming. Vielen Dank für deine Geduld. Wir können dir hier leider nur mitteilen, dass Mods, welche einen unfairen Vorteil im Spiel verschaffen. Das Wort unfairer Vorteil ist keine klare Definition, weil jeder Mensch empfindet etwas anderes als unfair. Ich finde es zum Beispiel unfair, dass ich nicht 30 Urlaubstage im Jahr habe, während ein, weiß ich nicht, ein Pilot unfair findet, dass er nicht 100 Urlaubstage im Jahr hat. Also das, der Begriff unfairer Vorteil, das ist nichts, woran man sich orientieren kann. Das ist komplett frei im Raum schwebend. Das ist keine Richtlinie, das ist einfach, das ist Suppenbrei, das ist völlig Gaga. Generell nicht erlaubt sind. Generell nicht erlaubt? Was heißt denn generell nicht erlaubt? In manchen Sonderfällen schon? Was soll denn das schon wieder? Generell nicht erlaubt, das ist der nächste schwammige Satz. Das sagt wieder überhaupt nichts aus. Warum? Warum? Und einen Verstoß gegen unsere Richtlinien sind. Daher raten wir im Allgemeinen meist von der Nutzung von Modpacks ab, um auf Nummer sicher zu gehen. Daher raten wir im Allgemeinen meist? Das ist, da hättest du auch schreiben können, nichts. Das sagt nichts aus, das ist komplett hilflos, also nutzlos. Was soll ich mit so einer Aussage anfangen? Da steht Hulipukutama, nix steht da. Raten wir im Allgemeinen meist? Hä? Aber wir machen einfach mal weiter im Prinzip. Ich zitiere: Leider können wir dir hier keine Lösung bezüglich deines Modpacks anbieten, da wir, der Support, die Regeln nicht aufstellen. Sollte ein Mod Vorteile im Spiel gegenüber anderer Mitspieler verschaffen, das bedeutet, so gut wie jeder Mod bietet einen Vorteil. XVM, die Anzeige der WN8-Werte, Damage Panel, früher die Sichtweitenkreise, was weiß ich, Advanced Auto Aim, Auto Aim Plus, ein anderes Crosshair kann dir Vorteile bringen, die Veränderung der Penetration-Anzeige. Das sind alles Vorteile, der Arti-Sichtmodus. Das sind alles Vorteile, ob sie unfair sind oder nicht. Darum geht es jetzt hier gar nicht mehr, sondern jetzt wird auf einmal gesagt, Vorteile. Einfach nur Vorteile gegenüber anderen Spielern. Ja, ist doch schon ein kompletter Widerspruch. Oder in jeglicher Form als Cheat angesehen werden können, ist dieser verboten. Alter, da kannst du aufgeben. Die in jeglicher Form als Cheat angesehen werden können. Was? Was angesehen werden können? Ja klar kann. Alles kann. Nichts muss. Das ist schon wieder so eine Aussage, die lässt jedes Hintertürchen offen. Wirklich jedes. Da ist keine klare Ansage. Das ist kompletter Bullshit. Das ist einfach nur eine Antwort nach dem Motto: Jo, im Endeffekt, wisst ihr was, wir lassen es uns komplett offen, weil dann könnten wir in theoretisch jeden Spieler bannen, weil wir dann sagen, der Admin, der gerade da dran sitzt, ja, das ist ein Vorteil. Das sehe ich jetzt mal als Cheat an. Und bumm, bist du weg oder wie? Und wer jetzt noch nicht endgültig am Boden liegt, ja, der kann gerne mal mein Ticket begutachten. Daraus möchte ich auch noch einmal zitieren. Und zwar habe ich dem Support geschickt ein Replay, wo dieses Advanced Auto Aim benutzt wurde, mit genauen Zeitangaben und so weiter und so weiter. Und da kriege ich vom Support die Antwort: Erstmal, ja, vielen herzlichen Dank, lieber Grummel, dass du uns dabei hilfst, gegen Cheater im Spiel vorzugehen. Aber leider, ja, können wir keine Replays als Beweis für Cheating oder, ja, verbotene Mods akzeptieren. Also Replays, keine Beweise.
Des Weiteren gilt ein Geständnis des Spielers auch nicht als Beweis. Der einzige Beweis, der laut Support hundertprozentig zulässig ist, um einen Spieler des Cheatens zu überführen und dementsprechend zu bannen, ist, wenn dieser Spieler ein YouTube-Video oder ein Twitch-Video online stellt, in dem man aktiv sieht, dass er diesen verbotenen Mod benutzt. Also der Typ muss so dämlich sein, dass er sein eigenes Schummeln auf Video aufnimmt und dann online stellt. Dann reicht es als Beweis. Wenn ich ein Replay habe, ein Interview mit dem mache, in dem er mir erklärt, ja, ich habe gecheatet und zwar hier mit dem, dann ist das Wargaming scheißegal. Weil die Replays von Wargaming teilweise so verbuggt sind scheinbar, dass sie aufgrund dieser Daten keine Bans mehr aussprechen wollen. Erstens, im Grunde genommen sind alle Mods verboten, können als Cheat angesehen werden, sind Vorteile. Also kann man das durchaus so interpretieren, dass kein einziger Mod, der dir einen Vorteil bietet, erlaubt ist. Keiner. Laut dieser Aussage vom Support. Aber kein einziger Spieler wird dafür scheinbar jemals belangt werden, außer er stellt es selbst als Video auf YouTube oder Twitch zur Verfügung. Wenn das eure Politik gegenüber Cheaten, Hacken und verbotener Modpacks ist, dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn die Scheiße einfach überhand nimmt. Weil so kann es doch nicht sein. Ihr bietet sowohl den Modpack-Herstellern als auch den Modpack-Nutzern keine klaren Regeln. Es gibt keine Chance für den Spieler herauszufinden, ob er etwas Verbotenes benutzt oder nicht. Deshalb sage ich, im Allgemeinen meistens, würde ich dem Spieler doch dazu raten, eventuell Vanilla spielen zu wollen, denn ansonsten könnte es eventuell ab und zu passieren, dass ihr einen Bann oder eine Sperre kassiert. So, und wer jetzt noch irgendwas versteht, der sollte sich das Video vielleicht nochmal von Anfang an angucken. Ich bin auf jeden Fall raus, weil das ist, irgendwas muss passieren und es muss bald passieren, weil mir geht's langsam echt nur noch auf die Ketten. So, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Grummel sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.